Da sind wir wieder zurück jetzt hier bei Let's Play Scribblenauts Unmasked. Und ich habe meine super schöne Taucheruniform an. Und wir schauen mal auf unsere Weltkarte, was wir alles schon erledigt haben. Uns fehlt nur noch The Mystcrea. Und würde ich sagen, auf und davon. Bla 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 bla. Heimat der Amazone. Und da ist auch Wonder Woman. Oh. Genau, haltet euch zurück. Ich bin schließlich. Okay, ja, klar, das ist, ne, wenn es ja frauenbeherrschend ist, diese Welt. Okay. Batman, ja. Hochachtung. Ah, alle finden uns wunderbar. Das, so muss es sein. Okay, der Doppelgänger ist also auch hier. Und der letzte Starit. Na dann. Ja, der Doppelgänger läuft einmal hier. Das ist gut zu sagen so. Ich habe die Wahl. Ja klar, also wir sollen Cheater. Wir sollen den Cheater suchen. Dann schauen wir doch mal. Gut. Wir sind unterwegs. Wir können noch fliegen, das ist sehr gut. Was müssen wir denn da machen? Diese Tour ist langweilig, wir brauchen einen Helden. Den kannst du gerne von mir haben. Ich würde sagen, du kriegst von mir Flash, komm. Da geht's einfach schneller, die Tour. Sehr schön. Oh. Flash war eigentlich beschäftigt. Schade. Naja, das tut mir leid. Wotan ist dumm genug, um über einen Sprengstumpf. Okay, Sprengsatz. Aber einmal eingetötet. Du wirst mich nie dazu bringen, First Lady zu fallen. Fallen zu lassen. Oh nein, tut mir leid, sorry. Nein, 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 nein. Kann ich den, schwach. Kann ich die First Lady nicht einfach hier groß machen? Oh nein, es tut mir nur leid. Ich hau die Bombe ab. Schnell weg hier. So, hilf mir auf die andere Seite zu folgen. Okay, er will darüber. Kann ich ihn einfach wegtun? Fliegend. Und jetzt kann er nicht. Du zieh dir ein Heldenkostüm an und schließt uns an. Nee, danke. Oh, ich schaffe mir Platz, um diesen Kranhubschrauber zu landen. Was muss er? Ich sein Held, brauche Heldenzeug. Heldenanzug. Kann er nicht benutzen. Ja, dann kriegst du einen Battering. Würde ich sagen, ne? Oh, oh. Und er erledigt einfach mal. Die braucht Platz, um zu landen. Die kann doch eigentlich landen, eigentlich. Na gut. Oh, was gibt's denn hier Tolles? Na gut, wir gehen zur Story, wollte ich sagen. Wenn ihr wisst, wie man zum Beispiel die Tür mit hier, wo die das Ding drückt, oder kann ich den vielleicht mit einem Seil? Das ist egal wie. Einen halte ich fest.
Ja, okay, gut. Das braucht ihr mir jetzt also nicht mehr reinschreiben. Das ist gut so. Ich möchte das entfernen. Bitteschön. Na dann, leg mal los. Wonder Woman gegen Cheetah. Barbara, es muss nicht sein. Heißt sie wirklich Barbara? Okay. Okay, Einzelfahren größer als Godzilla's jemals war. The Godslayer. Das werden wir ja sehen. Die Schweine. Doppelgänger, jetzt! Was hat er vor? Was hat er vor? Ich bin eine Gorgone verwandelt. Ihr Blick kann nicht zu Stein werden lassen. Ist doch klar, was wir jetzt brauchen. Das kennen wir doch aus Möbelstück-Rückstrahler. Ein Spiegel-Rückstrahler. Nee. Das war schon richtig der Spiegel. Dem Möbelstück. Haha, das war's auch schon. So gut. Dass sie nicht besiegen können. Ach du meine Güte. Ein Minotaurus. Nö. Stärker. Stark. Einfach nur stark eigentlich. Einfach mal zerledert. Oh, es regnet. Ach du heiliger Strohsack. Oh oh. Ich bin frei. Eine richtige Waffe. Na, du kriegst jetzt von mir eine Harpune, würde ich sagen. Wonder Woman. Und den letzten Schlag mache ich. Bäm. Okay, keine Spielchen mehr. Nimm das. Ist 1 Million wilde Löwen ausgelöst, dann hat sich das erledigt. Ich kann nicht. Was? Okay. Genug. Du hast wieder versagt, Doppelgänger. Okay, die Zeit ist um. Doch wer ist das? Wir müssen noch erfahren, wer das ist. Also hier gelandet ist. Okay. Ja, das ist auch unser. Ich habe dieses geheimnisvolle Übertragung abgefangen. Wir haben auf jeden Fall etwas Großes vor. Batman out. Gut. Dann haben wir den Stargate erfolgreich bekommen. Tada! Ich freue mich so. So, tolle Arbeit. Okay. Der Verbleib. Na dann. Bis gleich, Lee. Und dann sind wir zurück. Hoch über der Erde. Die Ruhe vor dem Sturm. Wie sie sich über Orfred freut. Gute Nachrichten, das ist doch schon mal nicht schlecht. Tja. Ein alter Satellit der Injustice. Wenn wir alle zusammenhalten, wie sie alle so gleichzeitig atmen, zumindest rechts die Reihe. Maxwell macht das natürlich. Wir können uns dorthin unentdeckt. Das ist natürlich gut, wenn wir alle zusammenarbeiten.
Oh. Dann müssen wir dringend auf Lydia aufpassen und sie beschützen. Wo du bereit bist, Lindy. Zack. Wonder Woman. Green Lantern. Superman. Batman. Cyborg. Ich. Oh, vielleicht kommt er mit. Okay. Oh, der liebe Alfred. Mr. Pennyworth. Oh, sie will mich beschützen. Na dann. Und er darf jetzt die Fenster putzen. Oh. Hat gerade im Binärcode eine 2 gesagt. Oh, heftige Kämpfe. Bam. Oh. Geht's ganz schön ab. Scheiße, wir müssen uns beeilen. Man hat uns reingelegt. Batman. Einfach was zu tun ist. Okay. Nee, du beschützt ihn. Ich helfe den anderen. Flash gegen den Reverse Flash, aber ich würde sagen. Schnell fliegend machen wir das Ganze. Und ziehen schnell noch unsere Klamotten an. Stopp. Nee, hier war das doch. Oder auch nicht. Ach, lass mal das einfach mal. Oder doch, komm. Das war der Taucheranzug. Den fand ich irgendwie besser als den komischen. So. Ich mache mich noch schnell stark. Schnell fliegend stark. So. Okay, sehr gut. 2-1. Okay. Okay, Einheit Wache. Ich würde sagen, Aquaman, du bleibst hier. Wie kann ich ihn jetzt auswählen? Gut, ich würde wirklich sagen, dass wir Flash mitnehmen. Dann weiß ich. Spüre die Speed Force. Und das Flash, komm mit, wir müssen weiter. Oh nein, und das Batman. Bei ihm explodiert echt alles. Ah. Erledigt sie uns alle. Ja. Los, muss nicht ran. Ups. Ja, leder doch mal zu. Hey, bleib hier. Sehr gut. Stell dich mir, Joker, komm raus. Erst an ihr vorbei, na dann. Komm raus, Harley Quinn. Oh oh. Okay. Kaputt. Oh mein Gott, deaktiviert. Das auch deaktiviert. Das geht doch nicht. Wie soll ich denn das alles unschädlich machen?
Guck mal, das würde ich gerne auch mal wissen, wie das so funktioniert. Zerstört. Nein, nicht. Oh, zu spät. Oh, dann komm mal her. Besiegt. Schnell. Ich kann gar nicht so schnell hier reagieren. Die helfen mal ganz kurz. Jetzt haben wir das. Okay, Harley Quinn ist schon tot. Ja, so behandelt man keine Lady, aber Zeit, dass der. Ach du meine Güte. Genug. Ich bin mal gespannt, ob es sowas auch gibt. Den gibt es leider nicht. Ich hätte gedacht, den gibt es vielleicht. Und dann einen Roboter. Gibt's sowas? Humanoid-Mechanik-Roboter. Oh ja, der ist gut. Ey, der hat mein Ding kaputt, meinen neuen Roboter kaputt gemacht. Nämlich den das mal deaktiviert. Naja, was hat er mit Flash gemacht? Oh, ist drauf sie. Das Ding ist deaktiviert, das kann nicht mehr viel, das kann nur noch hüpfen. Hoch, Batman nicht. Ich bin nur saustark jetzt. Und jetzt Joker was ab hier. Vernichtender Schlag von Maxwell. Okay, ich hatte ihn. Batman, aber danke. So, weiter geht's. Guardians of the Universe. Okay. Und dann Batman. Wir müssen weiter. Wir müssen hier runter. Da sind wir. Ach du heiliger Strohsack. Alle auf seiner Seite. Neun gegen drei. Hilfe. Oh ja. Von den restlichen Lampeln, ja. Okay, ja, komm, ich nehme die ganz normalen. Das ganz normale Green Lantern Corps. Oh, jetzt geht's los. Ich kann nicht fliegen. Ich müsste eigentlich fliegen können, ne? Okay. Und weiter geht's. Das riesengroße Battle hier. Da hoch. Oh, ich sehe gar nicht so richtig, welcher wer ist. Ich hau einfach nur rein. Machen wir noch einen, das an. Achso, der ist schon weg. Nur da oben. Wie sie alle hier auf den Haufen hängen. Ja, weil sie immer mal wissen wollte, wie es so wäre, so in diesem Battle. Da habt das. Ist er schon weg? Ne, da oben ist er. Ein bisschen hoch. Echt schwierig. Ne, wo ist er denn jetzt? Ah, da unten. Er ist besiegt. Ja, yeah, für das Chor. Okay, na dann. Weiter geht's. Back
Backbord der Konstruktion einen Lüftungsschacht zu geben. Wir können unsere Hilfe gebrauchen. Okay, ja, bleibt ihr alle hier? Ich mach das schon. Ich hab schließlich... Verdammt, bin ich schnell. Wo komme ich raus? Hoch? Links? Noch weiter hoch? Da bin ich. Ach, du heiliger Strohsack. Ach, ich habe meinen Anzug so vermisst. So, ein bisschen in Ordnung. Oh oh, na dann. Ach du Heiliger, was macht eine sein Liegen? Was sagt Lilia dazu? Das kann der Superman aufhalten, die Bomben-Dinge. Oh, oh, zurück, zurück. Oh, los. Auf, auf. Ich bin auch gleich weg hier, Mist. Jetzt haben wir ihn. Wir brauchen... Oh, nein. Nein. Nochmal das Ganze. Superman wurde besiegt. Na dann, mal schnell vor und los geht's. Und ich würde sagen, wir holen ihn. Weibliche Unterstützung. Und noch mehr. Hier, wen nehmen wir noch hier? Man of Steel dazu. Eine richtige Superman-Crew. Und los geht's. Nein, huch, die war ja böse. Nein, wo ist sie denn? Ah, stopp, stopp, stopp. So. Fähig. Haben wir noch einen davon? Komm, wir haben so viele Supermänner. Kampf der Supermänner, würde ich sagen. Und mich macht's mal wieder stark schnell fliegend. Und jetzt sind sie da, 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 da. Und das Wunderwunder. Und da. Der große Kampf. Ich bin da. Okay. Ich brauche noch eine Waffe. Am besten ein Laserschwert. Hoch. Und weiter geht's. Los. Zack. Zack. Damn. Und finale Schlag. Komm her. Okay. Sehr gut. Nun Lex Luthor. Wir haben ihn in den Engel getrieben. Runter. Und noch auf. Und wieder hoch. Ja. Mir alles Kalk und Schinn geleert. Ja, da guckt er jetzt. Hier, endlich vereint. Alles super. Das Batman. Neu gruppieren und das zwar schnell, würde ich sagen. Es ist. Oh nein! Und. Mist, er hat die Weltkugel von Lilly. Hm.
Brainiac. Das hätte ich mir denken können. Oh oh. Ja, Superman, haltet du ihn auf. Wir holen uns den Rest. Bei der Göttin. Oh oh. Aua. Mist. So, los geht's. Außerhalb vom All zu denken. Oh nein. Und jetzt? Oh oh. Was machen wir denn jetzt? Er will unsere ganze Macht haben. Nein, komm noch mehr. Erde 2. 52 Universen. Oh nein. Bis wir alle vereint sind. Ja, Trottel seid ihr. Da kommt schon der nächste. Warte einen Moment. Okay, das war's. Für den Doppelgänger. Wird er uns helfen? Dann bleib bei uns, Doppelgänger. Das ist wahre Freundschaft. Ah, machen wir mal eine Schwester Lilly. Oder vielleicht nur Zwillingsschwester, wie ich gehe das auch. Bitteschön. Das ist ein Freund. So. Cyborg, was hast du uns zu sagen? Wir reparieren ihn schnell, los. Lass mich schnell reparieren. Repariert, klar. Was nochmal? Erschaffe etwas, um diesen Brainiac-Wellen zu blocken. Diese Brainiac-Wellen. Eine Wand. Ist das in Ordnung? Was tragen die denn auf ihren Kopf? Lili, ich habe echt null Ahnung, was ich jetzt hier, was Lili von mir will. Ich schaffe etwas, um diese Brainiac-Wellen abzublocken. Was kann ich machen? Das an. Oder schon fast weg. Okay, Puff ist gleich weg. Die Wellen abzublocken.
Geht das zufällig? Nee, Selbststoff, das wollen wir natürlich nicht. Ah, Mist, das ist doch. So, da sind wir jetzt auch wieder, aber das Problem ist, wir dürfen den Brainiac nicht töten. Aber erschaffe etwas, um diesen Brainiac-Wellen abzublocken. Wie soll ich denn die Wellen abblocken? Wie soll das funktionieren? Soll ich einen... Lili, hast du nicht noch ein paar andere tolle Ideen, außer das, was du hier so erzählst? Soll ich einfach... Gibt's sowas? Kann ich den nicht einfach hier draufstecken? Ja. Wäre ja zu schön gewesen. Erstmal ganz genau. Ich muss erstmal wieder schnell fliegend sein, sonst funktioniert das nämlich nicht. Nein, nicht ich. Hau ab. Na toll. Okay, das geht also auch nicht. Wen haben wir eigentlich hier? Eine Kriegerin. Lilly. Was soll ich? Ich kann solche, ich kann die Helden, glaube ich, überhaupt nicht erschaffen. Die bringen zumindest nichts. Wenn ich den jetzt hinstelle, puff, ist der gleich weg. Kann man noch einen Krieger dazu holen? Oh, der hat Angst. Und der andere Krieger, der da war? Oh. Nehmen wir mal den hier. Was macht der durch? Oh nein, der ist ja böse. Ja. Dann müssen wir mal... Wie soll ich es schaffen? Die Wellen... Brainiac-Wellen abzublocken. Erschaffe etwas, um diese Brainiac-Wellen abzublocken. Ist sie, glaube ich. Wenn ich mein Lasso hole. Was? Selbst andere Universen, Leute mit Universen. Gut, das wissen wir ja. Oh oh, nein. Das stimmt. Also. Ein Batman. Aus dem Jahr 100. Okay, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir den Kingdom Come. Also jetzt fahren wir groß auf hier. Und gleich den nächsten hinterher. Und weiter geht's. Flash. Oh. Den Flash. Wen nehmen wir jetzt? Das klassische Kostüm. Und wir haben noch viel mehr. Wir haben noch Robin. Und wir haben noch Wonder Woman. Wen nehmen wir am besten? Erde 2. Ja, Erde 2 ist gut. Und Superwoman. Hat man schon mal, aber ist egal, die können wir nochmal herbeirufen. Und Bad Girl. Oh, geht nicht. Dann vielleicht. Oh ne, die nicht. Die möchte ich nicht haben. Bad Woman vielleicht? Okay. Wir haben aber da schon einige stehen. Wir nehmen mal noch mehr Supermänner. Es gibt da noch mehrere aus. Aus anderen Universen. Das ist, glaube ich, der ganz normale. Der ist gleich verpufft. Dann der neue Superman. Man of Steel haben wir.
Man of Tomorrow nehmen. Und wen haben wir noch so? Man of Tomorrow und Superman Beyond. Ja, sehr gut. Und dann, Kampf der Superman ist es ja eigentlich, wenn man es so sieht. Was haben wir vielleicht noch für Flash, Leute? Ach, hier das ganze Green Lantern Corp. Los geht's. Oh, ist schon weg. Green Lantern. Oh nein, ist auch verpufft. Los, jetzt hau ich auch mal mit drauf. Oh, ich kann gar nicht, ich muss ja noch stark schnell fliegend sein. Hier hinten hole ich mir. Zack. Da kommt immer mehr aus dem Universum. Ich müsste vielleicht mal die Erde mitnehmen. Sehr gut. Wir gehen da drüben noch. Bam. Ja. Die New 52. Sehr gut, wir haben es geschafft. Wir haben Brainiac besiegt. Wuhu. Und gehen jetzt zum Watchtower. Da haben wir es geschafft. Zurück im Watchtower. Ich bin immer noch ganz schön groß und stark. Jemand muss ihm helfen. Er braucht einen Arzt. Dann holen wir den Arzt doch mal. Bitte schön, Arzt. Puff, weg ist er. Okay. Ja, genau, er hat seine Lektion gelernt. Ich würde auch sagen, dass wir ihn einfach gehen lassen. Oh, wie er heulend wegrennt. Da der Doppelgänger lange Zeit allein gewesen war, brauchte er nur eine eigene Familie. Ist das nicht letztlich, was jeder von uns braucht? Wahre Worte. Maxwell versicherte der Justice League, der Doppelgänger werde keine Schwierigkeiten mehr machen. Und er sollte Recht behalten. Zusammen halfen sie, eine fast zerstörte Welt zu heilen. Ich war angenehm davon überrascht, dass ich einen bleibenden Eindruck auf den jungen Maxwell gemacht hatte. Und er auf mich. Ach, der Alfred war das. Tja, und das war's mit Scribblenauts Unmasked, ein DC-Comic-Adventure. Ich fand es gar nicht mal so übel, es war wirklich schön gewesen, niedlich. Die Endkämpfe waren relativ easy, muss man jetzt mal sagen, wenn man da ein paar Superhelden sich noch heranbeschwört mit Stift und Zettel. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Also bis dahin, ciao.